Wir haben generell drei große Einflussfaktoren, die stehen auch in der Mitte von der Folie. Das ist der Mensch, die Technologie und der Prozess. Der Mensch, das sind wir. Wir, wo das System bedienen, die Technologien, das ist T-Tech, das ist das CM-System, das ist das ERP-System und die Prozesse sind die Schnittstellen, die Arbeitsabläufe und das Ganze steht in einem rekursiven Netzwerk. Ich habe bestehende Geschäftsprozesse, die Sie heute haben, die wir heute als T-Tech in der Beratungsphase vorfinden und da sind wir in der Lage, das dementsprechend zu verbessern und durch diese Verbesserung stellt sich auch dementsprechend ein Einsparpotenzial ein. Ganz wichtig ist, dass man nicht nur das Bestehende einfach versucht zu verbessern, sondern dass wir hergehen und sagen, auch mit der Einführung eines neuen PLM-Systems oder mit der Optimierung eines PLM-Systems können Sie auch ganz neue Prozesse angehen. Wichtig ist, wenn wir den maximalen Kosten-Nutzen-Anteil erzielen wollen, brauchen wir ein Zusammenspiel zwischen Mensch, Technologie und den Prozessen. Die Balance muss stimmen. Wenn ich heute ein PLM-System einführe, dann habe ich Kosten, Einmalgebühren für Lizenzen, ich habe laufende Kosten und die müssen real sein. Die sind auch real. Im ersten Angebot sehe ich auch dementsprechend diese Kosten. Was sofort nicht real sind, sind die Vorteile, die Nutzen. Die muss man herausarbeiten, da sind wir gerne Ihnen behilflich. Wie kann man überhaupt solche Messgrößen im Unternehmen darstellen? Ich habe einerseits das Unternehmen selber, und ich habe auf der anderen Seite ja die Mitarbeiter, die User. Wenn ich einen Mitarbeiter hernehme, da habe ich in meiner Befragung von ein paar ausgewählten Kunden festgestellt, dann fällt es den Unternehmen recht einfach zu sagen, da habe ich diese Kosten eingespart. Also nicht den Mitarbeiter einsparen, sondern dementsprechend Messgrößen. Und da habe ich mir 7 Bereiche dementsprechend rausgepickt. Ich möchte beginnen mit dem Thema Suchen, über die Prozesse und die Teilereduzierung. Und ganz zum Schluss noch über unsere Business-Objekte, die Mappe, sprechen.